Gut, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splatoon 2. Und dann sind wir wieder weiter hier. Und versuchen immer noch den riesen Elektrowels, oder heißt er so? Jedenfalls den Elektrowels für die Stadt wieder zu holen. Und jetzt machen wir Jäger und Gejagte. Oh Gott. Ich hab Angst. Jagen wir sie oder jagen die uns? Und was für eine Waffe. Hey, ein Doppler. Setze diese Waffe ein und wünsche mir viele, ja. Jäger und Gejagte. Gut, okay. Hallo, bin ich. Und mit der rennen? Okay, warte. Krieg ich hin! Okay. Der ist aber schnell. Oh, jetzt kann er nicht mehr abhauen. Danke für den Schlüssel. Ich hätte den gerne. Ja, warte. Ich weiß noch irgendwas übersehen. Nee. Wir kriegen ihn schon noch. Außer der läuft im Kreis und wird es schwer. Wenn natürlich kein Kreis läuft, sondern immer nur in eine Richtung, ist alles gut. Den Bein nehmen hat es mit. Er läuft im Kreis. Ist das dein Ernst? Nee, macht er gar nicht. Komisch. Warum macht er das nicht? Hm. Wäre doch jetzt so einfach gewesen. Gut. Dann ab geht's. Er wollte sich andererseits... Attacke! Andererseits attackieren. Ja, ja, wir attackieren. Oh Mann, jetzt bin ich verarschen. So, doch. Da läuft er jetzt im Kreis. Ja, lauf im Kreis, okay. Also wir jagen sie nicht, die uns. Haben wir jetzt schon mal. Na ja, eigentlich. Ja. Muss ja jetzt hier nicht Zeit unnötig rauszögern. Man könnte ja auch. Hammergeil, so Speed, also nicht ein Speedrun für das ganze Spiel, das wäre ein bisschen. Sondern so ein einzelne Level. Einzelne Level dann, Speedrun so. So haben wir schnell durch die Level durch. Haben wir da noch was? Ne. Weil ich mache das halt, ich gucke mir ja, also ich gucke nicht alles an. Weil ich meist auch gar nicht sehe dann. Und im Let's Play will ich auch nicht einfach überall stehen bleiben und gucken. Warum man das eigentlich machen sollte. Naja. Und ich kann nur sagen, also ich kann dieses Spiel so hammergeil mit Joy-Con spielen. Mit diesem Joy-Con-Grip, was dabei war. Also ich brauche kein, also jeder, der sagt, man braucht einen Pro-Controller für die Switch, für die Spiele hier, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Hm. Was ist da oben? Ne, nur mal, ich wollte das jetzt halt mal erwähnen. Man sollte es wirklich aber mit dem Grip spielen, mit dem, wenn man also im Fernsehermodus spielt. Weil sonst, ich hab's erst probiert im, also zwei Handmodus, also dass man halt einen in der einen und anderen in der anderen Hand hat. Aber dann hat man nicht ein richtiges Gefühl in dem, im Controller, finde ich jedenfalls.
So, jetzt sind wir da außen rum. Ich check da. Also, da. Ja. Ne, da läuft das hier bestimmt im Kreis. Krieg der. Scheiße. Ich krieg den nicht so. Oh doch. Wieso hat er noch eine Bombe geschmissen? Aber. Ah, wir haben gar nichts mehr an. Ach ja. Keine Rüstung, nichts. Ist das dein Ernst? Ist das dein. Das ist doch nicht dein Ernst. Nein. Jetzt haut er ab. Wir hatten noch gerade. Gibt's so nett. Ah. Falsche wieder runter, damit ich schon mal nochmal machen kann. Genau. Ach Mann. Ist doch blöd. So. Weiter geht's. Kann man das eigentlich kaputt machen jetzt oder geht das nicht? Doch, geht. Beim ersten Teil konnte man die, glaube ich, nicht kaputt machen, ne? Oder, also ich glaube nicht, dass man die kaputt machen konnte. Letzter Checkpoint schon. Aua. Das tut doch weh. Wie viel sind das? Wie viele? Was? Sollte auch mal Bomben schmeißen, ne? Alle! Das sind alle! Ernsthaft! Wie sind das? Was noch einer? Kann da auch lang? Nein! Vorsichtig bei Stellen, an denen du nicht sehen kannst, so eine Bombe. Ja, ja, ja. Boah, alle Bomben auf einmal. Die fallen da wieder rum. Ist dein Ernst? Ach ja, warte, ja. Ihr seid platt. Hilfe gehört uns. Yeah. Alle platt. Aber den einen machen wir auch noch. Also ist er hier. Ah, hier war der in der Falle. Ich will den jetzt auch noch haben. Was ist der? Ich krieg den aber nicht, krieg's ja nicht. Ah, wir brauchen zwei Schlüssel. Zwei Schlüssel? Braucht zwei Schlüssel? Hä, hey, warum zwei? Ist da. Warte mal. Ist das da auch zu? Hier? Ah. Siehst du mal. Das hätte ich jetzt nicht gesehen, hätte ich jetzt nicht den zweiten Schlüssel bekommen. Oder hätte ich den verfolgt, ne? Hätte ich jetzt einfach gedacht, so Schlüssel habe ich, weiter geht's. Okay, aber. Ja, weiter geht's. Ach, wir sind noch fertig. Da sind wir ja schon. Jawohl. Ja, schnell. Hier kommt gejagt. Nummer 4 jagt alle. Yeah. Ah, hier fehlt so viel. Du bist langsam richtig gut. Ja, also langsam gewöhne ich mich dran. So, jetzt müssen wir auf die 12 rennen. Okay. So, ich meine, es geht ja jetzt schnell, wir wissen ja wohin. Hier rüber. Dann hier hoch.
und dann hier rüber. So, dann haben wir die 12. Die Hüpfburg der Oktorianer. Hüpfburg. Also hüpfen wir sehr viel rum. Oder die Gegner hüpfen sehr viel rum. Und wir stehen nun dran. Heldenwaffe benutzen. Gut, machen wir. Oh, die Musik ist gut. Wenn auf 5 Stunden so B drücken, dann hüpfe ich höher. Yeah. Hüpf doch. Bring die Hüpfmatratze auf, darauf und zeig es ihnen. Warte. Oh, auch eine gute Idee mit Hüpfmatratze. Also Luftmatratze ist das ja, nicht eine Hüpfmatratze. Ich glaube, die Heldenwaffe macht auch am meisten Schaden, ne? So wie es aussieht. So. Brauchst du eine Hüpfmatratze also zu Forschungszwecken? Diese beweglichen Wände können dich in ein Verderben schieben. Dein Verderben schieben. Mal gucken, was da drauf ist. Aber dass ich nicht. Spring doch. Das funktioniert aber nur beim zweiten Mal. Jetzt kann ich wieder. Oh, schön. Wieso springt das? Ich hab doch B gedrückt. Das gibt's doch nicht. Ich habe B gedrückt. Hat man vielleicht nicht gehört, aber Mats, ich hab's gemacht. Jo. Ich drücke schon wieder. Wieso noch? Wenn er aufkommt, drücke ich B, dass er hochspringt. Aber das macht er nicht. Dann muss ich ihn dann da drücken. Kann ich um. Muss ich einfach B gedrückt halten, oder was? Ah, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Ah, oh, kein Wunder, dass das nicht geht. Boah, das war knapp. Das treffe ich nicht, ne? Also, man muss B gedrückt halten. Gar nicht schlecht. Ja, doch. Sehr schlecht. Ich habe nur noch ein Leben. Kann ich die Kiste kaputt machen? Naja, man kann aber die einfärben. Wieso dreht sich die Kamera? Sollte hier nicht drauf stehen bleiben. Ja, genau. Ah, die sind wieder da. Die mag ich. Na, sollen wir erstmal da hingehen? Oder warte mal. Wir müssen da oben rauf, ne? Brauchen wir trotzdem, ne? Wie kommen wir da jetzt hin? Wie kommen wir da hoch? Weil, wenn man da springt, dann kommt man nicht so hoch. Ah. Kann man die Wand hier einfärben? Ach, die Wand kann man einfärben. Ah, okay. Okay. Alles gut. Machen wir das hier auch noch. Boah, das war knapp. Aua. Das ist ja ein immer Treffen, ne? Oh, das ist runtergefallen. Aber warum haben wir? Ach so, die fahren im Kreis, aber im Stellbeschauden, ne?
Ja, und wenn es unter Wasser geht, sterbe ich. Okay. Oh, die hüpfen dann wieder rum. Nicht schlecht. Also sollte ich mal runtergehen. So, dann gehen wir erstmal auf ihn drauf und gucken. Ah, geht gar nicht. Dann kann man aber noch einfärben. Aber warum sollte ich das tun? Ah, da oben. Da oben. Das erste Level. Ne, das ist nicht das erste, aber wenigstens Level können wir mal alles haben. Gut. Ah ja. Ah, Mist. Das ging nicht. Wo müssen wir jetzt hin? Da hinten. Beweg dich, komm. Ah. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, das geht ja gar nicht. Was haben wir hier denn alles? Egal. So, die Ringe, da will ich wenigstens bekommen und dann... Keine Boss-Stage? Nee. Fehlt irgendwie noch so ein bisschen. Mhm. Wie soll man... Ah gut, das ist jetzt brauche ich mal Bewegungssteuerung. Jetzt könnte ich nämlich mit Bewegungssteuerung die abballern. Und die gleichzeitig die Kamera bewegen. Ne? Wäre halt nicht schlecht. Aber haben wir nicht. Weil ich komme damit nicht klar. Überhaupt nicht. Jeder, der damit klarkommt, der... hat Manuskript. Aber ich... Tut mir leid. Oh nein, nicht ein Sniper. Ah, da trifft mich nicht. Wow, die bouncen. Das ist nicht so... Nicht so schön. Habt ihr nicht getroffen? Ist das dein Ernst? Müssen wir mal weg. Lass ich nicht mit mir sitzen. Kann ich auf mir sitzen. Ja, weg. Den Ballon will ich aber auch noch. So. Jetzt geht's weiter. Ah. Wir sind ja schon am Ende. Was ist hier los? Ist hier schon am Ende? Immer so kurz. Ah gut, 7, 8 Minuten. Ist schon was, aber ja gut. Die Hypo der Octorianer haben wir gepackt. Und eine neue Karte. Also Schriftrolle. Das müssen einige dieser Bilder sein, die die jungen Leute von sich selbst aufnehmen. Ich vermute, der Zweck ist es, so auszusehen, als hätte man gar nichts fotografiert, gar nicht fotografiert. Mann. Als hätte man gar nicht fotografiert werden wollen. Und dabei cool, aber bloß nicht zu bemüht zu wirken. Warum? Gut, egal. So. Gute Arbeit. Viel Erfolg. Weiterhin. Danke, Donge. Wollen wir nochmal... Warte mal. Haben wir nochmal den blauen hier? Hey, 5 Stück. So, und den grünen, ich weiß halt, den kriegen wir nicht. Das ist, ich hab für den Aufwand, was wir da bekommen.
Trefft ihn nicht, das gibt's doch nicht. Und der schwimmt schon wieder weg und der da kriege ich nicht mehr. Ist das... Komm, verschwinde, ich will nochmal machen. Also, wir müssen erstmal den... Ich muss mir erstmal den Weg hier ebnen, sonst geht das nicht. Ja, also der Weg ist schon mal frei. Dann müssen wir hier dann noch ein bisschen einfärben. Dann haben wir hier auch den Weg frei. Dann sollte das eigentlich kein Problem mehr sein. So, hallo. Würde gerne anfangen. Müssen wir hier abspringen. Ah, den hätten wir noch einfärben sollen. Naja, gut. Den da. Hier ist immer noch weiter. Was? Hinten waren wir auch noch nicht. Eine Schriftrolle? Willkommen im Octo Canyon, dem höchsten Ort der Welt. Vergessen Sie nicht, Souvenir-Aufkleber mitzunehmen. Ernsthaft? Wir kriegen Aufkleber? Geil. Wir kriegen Aufkleber. Hammer. Also, da, Hammer. Also, das ist gut. Also, es ist jetzt zwar nicht. Ich habe jetzt nicht gut, aber. Kann man machen, ne? Kann man mal machen, gut. Dann würde ich mal sagen, habt die Folge hat euch gefallen. Wissen wir auch, was hinter diesen grünen Ballons steckt. Und dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.